Ja, Guys, jetzt ist das Video da. Ich will jetzt hier keine Begrüßung oder sonstiges machen, einfach weil es ein anderes Video ist, mal sie wieder. Heute ist der 21.05. Heute sollte mein Kanaljubiläum sein. Mein, ja, 3-Jahre-Special, sagen wir mal so. Aber heute wird das Video etwas anders aufgebaut sein als die anderen Jahres-Special, denn wie ihr wisst, habe ich ja, in den anderen Jahres-Special halt, ja, auf meine alten Videos reagiert. Aber diesmal ist es was anderes. Diesmal ist es ein anderes Video und diesmal ist es so ein Talk-Video, wie ich das zum Beispiel auch am Ende des. Ich weiß nicht, ob ich das Ende angekündigt habe von hier Jahresrückblick. Ich glaube nicht. Ich habe es irgendwo in der Mitte angekündigt, auf jeden Fall, dass ich an meinem YouTube-Jubiläum halt alles über YouTube erzählen werde, denn mein Jahresbestell habe ich ja, ja. Bisschen was über mein privaten Leben erzählt, was 2020 privat abging, einfach weil YouTube nicht abging. Und ja, jetzt kommen wir auch zum nächsten Punkt. YouTube ging nicht ab. Also, wie soll ich sagen? Ich weiß, es ging jetzt so ein bisschen komisch, weil es gab keine Begrüßung, keinen richtigen Anfang dieses Videos, aber ich wusste halt nicht, wie ich diesen Anfang jetzt hier, ja, zusammenfassen sollte und wie ich den gestalten sollte. Deswegen, ja, nehme ich das einfach jetzt so. Gehe ich einfach rein ins Geschehen, komme direkt auf den Punkt. Ja, YouTube lief tatsächlich in letzter Zeit, wie ihr schon gemerkt habt, null. Also wirklich gar nicht. Ich meine, es kamen ein paar Videos bei mir, aber sonderlich viele waren es das nicht tatsächlich. Also ich habe, glaube ich, so nachgezählt und es sollten so um die 40 sein, 45 so. Um den Dreh auf jeden Fall 40, so 40 Videos. Und das in 1,5 Jahren. Insgesamt. Ich habe ab Corona, und jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, ich habe ab Corona, also ich kann ja mal die Gründe sagen, warum so wenig Videos kamen. Das sind zwei Gründe sogar. Okay, eigentlich drei, aber die zähle ich nicht so ganz mit. Erster Grund war Corona, denn Corona hat, sag ich mal so, mein YouTube-Leben ein bisschen verändert. Ich habe ziemlich viel privat in der Zeit gemacht als ja, YouTube. Und das hat man wahrscheinlich auch gesehen. Also ich habe ziemlich viel Spaß am privaten Zocken gehabt, anstelle von YouTube. Und übrigens, dieses Video wird wahrscheinlich nicht so lange hoffentlich gehen. Also ich habe ein Gameplay aufgenommen, das so vor, weiß nicht, 2 Monaten, glaube ich, war. Da wollte ich eigentlich noch mal Kyoto-News machen, dann dachte ich mir so, nee, lohnt sich nicht so ganz, ne? Übrigens, ja, ich kann endlich Emulatoren-Games spielen. Das ist, weiß, glaube ich, jeder mittlerweile schon. Aber das spielt nicht die Sache erstmal. Also, das war eigentlich auch so ein Grund, weil ich hatte an den Spielen tatsächlich sehr, sehr viel Spaß. Aber ja, ich weiß, ich glaube, ich werde dieses Video auch nicht so groß schneiden. Also, ich werde wahrscheinlich alles mitbekommen, was ich hier jetzt erzähle. Also, ich werde, glaube ich, nur. Ja, doch, ich werde, glaube ich, gar nichts machen tatsächlich. Ich werde auch kein Thumbnail machen oder sowas. Einfach so ein Blackscreen. Weil ich denk mir halt so, ja. Lohnt sich jetzt eigentlich nicht so krass, ne? Lohnt sich einfach nicht so krass. Ja, was ging jetzt ab? Was ging jetzt ab? Ich meine, ich rede jetzt hier die ganze Zeit um den Dreh. Corona, genau. Da waren wir ja stehen geblieben. Ich hatte halt nicht so viel Motivation wegen Corona auch. Und wegen Schule vor allem auch. Denn Schule hast du, wie gesagt, auch mittlerweile, jetzt heute, ich nehme es übrigens gerade am selben Tag auf, wenn ich das hochlade, wahrscheinlich auch. Das ist schon cool. Also, das ist ziemlich cool, dass ich endlich so schnell hochladen kann. Und ja, ich habe eine schnelle Internetverbindung, also eine Neuleitung bekommen. Das weiß, glaube ich, auch schon jeder. Also, die Leute, die mir auf Twitter folgen, wie ihr oft, ich sage, aber ich werde es, glaube ich, ab dem Video werde ich das, glaube ich, wieder lassen. Aber die Leute, die mir auf Twitter folgen, haben es auf jeden Fall mitbekommen, dass ich, ja, vieles haben die mitbekommen, auf jeden Fall. Also, Twitter und Instagram sind wirklich zu empfehlen. Also, ihr müsst, finde ich, in beiden Plattformen folgen. Also, ich glaube, das tut ja schon die meisten hier auf YouTube, aber ein paar Leute sehe ich auch, dass sie mir noch nicht folgen und ein bisschen was verpassen und denken so: Yo, der ist die ganze Zeit AFK. Was für AFK? Der ist die ganze Zeit nicht aktiv, der macht nichts, der ist nur im Privaten. Nein, ich schreibe auch auf Twitter und ihr bekommt auch was mit in meinem privaten Leben. So ist natürlich klar. Nur auf YouTube kriegt man halt, ja, so gut wie gar nichts mit. Also lohnt sich das eigentlich, auf anderen Plattformen zu folgen als nur auf YouTube. Aber ich komme jetzt hier komplett wieder vom Gleis ab. Ich wollte nur sagen, dass ich auf Twitter ja viel geschrieben habe im privaten Bereich und nicht die ganze Zeit unaktiv war. Inaktiv war das Wort, genau. In der Zeit.
Und das hat man auch gesehen. Also ich habe sehr, sehr viel geschrieben. Und tatsächlich hatte ich auch sogar einen Plan. So eine Sock-Session tatsächlich sogar schon. Die aber nur einen Monat gehalten hat. Und ja, hatte ich ziemlich viel Spaß dabei. Und da habe ich tatsächlich YouTube in der Zeit sehr, sehr vernachlässigt. Ich habe viel, viel mehr im Privaten gezockt. Und jetzt kommen wir auch direkt zum zweiten Grund, warum ich YouTube so vernachlässigt habe. Ich hatte keine Motivation. Ich hatte zu viel Spaß am privaten Spielen als an YouTube. Und das hat man wahrscheinlich auch bemerkt an meinem Kanal. Sie haben auch gemerkt. Jetzt fragen sich wahrscheinlich die Leute so: Yo, wenn du Bock auf private Spielen, dann nimm doch einfach währenddessen auf. Also Emulatoren Games meine ich halt, nicht Switch Games, weil Switch Games mache ich ja schon gerade so. Und ich spiele auch kaum auf der Switch mehr mittlerweile. Also ich spiele. Eigentlich spiele ich gar nicht. Also, ja, doch, eigentlich schon. Also ich spiele schon auf der Switch, aber mittlerweile spiele ich mehr auf dem PC. Mittlerweile, ja, schon. Aber ja, auf der Switch nehme ich ja immer noch so auf mit dem Stativ, das geht ja nicht anders. Außer ich kaufe halt eine Capture-Card, das und besser ein PC. Und jetzt kommen wir auch zu dem Grund, warum ich auf dem PC nichts aufnehme, denn ich spiele jetzt halt auf dem PC, auf dem Emulator. Und ein paar Leute haben sich auch schon gefragt: Jo, wenn du so viel Spaß am Brief anspielen hast, dann nimm doch einfach auf dem PC die Videos auf, also die Spiele. Und da gibt es nur einen Grund. Mein PC ist viel zu schlecht dafür. Ich habe es schon ausprobiert, aber zum Beispiel Super Mario 64, das am flüssigsten spielende Spiel auf meinem PC, was ich spielen kann, funktioniert auch nicht. Also das ist wirklich das Spiel, was ich am flüssigsten spielen kann. Also es gibt kein flüssigeres Spiel auf dem PC als das. Das ist wirklich das Flüssige. Das mit Abstand. Aber das kann ich auch nicht spielen. Das kann ich auch leider nicht spielen. Kann ich auch nicht aufnehmen, einfach wegen meinem PC. Und ich will mir auch keinen neuen holen, weil sich das finde ich gerade nicht so krass lohnt für YouTube. Ich meine, für Stream hätte ich tatsächlich Bock, aber ja, Videos zu machen, I don't know. Ich hatte tatsächlich sehr, sehr Bock auf Stream, aber ich weiß auch nicht, ob sich das lohnt und ich habe auch nicht das Geld dafür. Vielleicht, wenn ich irgendwann eine Ausbildung mache, vielleicht hole ich mir da was, aber gerade habe ich wirklich nicht das Geld dazu, dann habe ich auch. Ich sag mal so, ich glaube, das würde sich für mich gerade nicht lohnen, tatsächlich. Aber wir kommen wieder zum Punkt ab. Der Punkt ist, ich hatte in der letzten Zeit keine Motivation. Okay, jetzt kam mir was hoch. Ups, sorry Leute. Ich glaube, ihr habt es in der Aufnahme gehört. der Punkt ist, ja, ich hatte tatsächlich keine Motivation, irgendwas auf YouTube zu machen. Und ja, das hat man wie gesagt gemerkt. Und ich sag mal so, stimmt, ich kann ja auch was erzählen dazu. Ich habe gerade meine Abschlussprüfungen, schreibe ich gerade. Und da bin ich tatsächlich sehr, sehr richtig gut. Also ich habe auch schon auf Twitter geschrieben, dass ich zum Beispiel, also ich habe schon Englisch und Deutsch geschrieben. Das sind die beiden, die ich geschrieben habe. Mathe wird noch geschrieben und ich glaube, Mathe wird wirklich für mich das Allerschwerste sein, also mit Abstand. Weil für Deutsch und Englisch musste ich gar nicht lernen. Für Mathe werde ich wahrscheinlich sehr, sehr viel lernen müssen, weil es ziemlich viel auswendig lernen ist. Aber ich habe sie schon geschrieben und ich sag mal so, ich glaube, wenn ich Mathe zu Ende geschrieben habe und bald die Sommerferien beginnen, denn bei mir beginnen die Sommerferien schon früher als bei anderen. Ich meine, bei anderen ist es sogar normal, dass sie in der Zeit beginnen, aber bei mir wären die wahrscheinlich erst so Mitte Juli. Jetzt ist bei mir Mitte Juni. Aber normalerweise wären die halt Mitte Juli. Also ist schon, sagen wir mal so, fast ein Monat so. Das ist schon krass. Okay, Anfang Juli eigentlich, ja, Anfang Juli. Ich weiß nicht genau, wann die normalen werden, aber meine jetzigen sind auf jeden Fall am 18. Juni, die auf jeden Fall stattfinden werden. Und ich hatte tatsächlich ziemlich Bock wieder, YouTube zu beginnen. Tatsächlich. Also ich weiß nicht, wie ihr das halten werdet. Aber mittlerweile hätte ich wieder ziemlich, ziemlich viel Motivation. Und ich glaube, es wird, wie gesagt, auch, ja, wie ich schon davor erzählt habe, nicht lange dauern. Weil ich sag mal so, ich hatte auch schon Phasen, wo ich Bock auf YouTube hatte. Aber dann nach ein paar Wochen, oder ja, eigentlich schon nach ein paar Wochen, dass ich keine Lust mehr hatte. Ich hatte auch schon mal geschrieben, dass ich ein Comeback machen wollte. Wo ich zweimal in der Woche. Okay, jeden zweiten Tag Video hochlade. Hat leider auch nicht gehalten und hat auch gar nicht funktioniert. Aber jetzt glaube ich,
weil ich so schnell hochladen kann, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass ich in den Ferien wieder mit YouTube beginne. Also nicht nur jeden Monat Video mache, sondern halt wirklich fast jeden Tag auch. Und das meine ich ernst. Also ich will es mal wirklich einmal wieder durchziehen, so wie früher halt, wo ich wirklich jeden Tag Video hochgeladen habe. Ja, ich sag, das lag, weil ich nicht daran schneiden musste, ich musste kein Thumbnail machen. Aber mittlerweile hätte ich wieder Bock, einfach weil ich diesen Vorteil habe, dass ich YouTube-Video richtig schnell hochladen kann. Also das letzte, was ich hochgeladen habe, das war ja das Platoon-Video. Das hat bei mir nur 20 Minuten zum Hochladen gebraucht. Und das kommt halt, wie gesagt, auf die Länge des Videos an. Deswegen, dieses Video wird sogar noch schneller hochgeladen. Und es kommt wahrscheinlich sogar, ich nehme es jetzt gerade um 19 Uhr auf. Und das kommt wahrscheinlich schon um, sagen wir mal, 7:30 oder 8. Auf jeden Fall so um den Dreh wird das auf jeden Fall, glaube ich, kommen. Weil ich einfach so YouTube-Videos ziemlich schnell hochladen kann. Denn früher, tatsächlich, habe ich sehr, sehr lange dafür gebraucht, YouTube-Videos hochzuladen. Ja, ich hatte tatsächlich immer einen ganzen Tag gebraucht, um YouTube-Videos hochzuladen. Das war krass. Das war wirklich, wirklich krass, dass ich den ganzen Tag immer verschwinden musste, YouTube-Videos zu laden. Aber keine Sorge, ich habe sie immer in der Nacht hochgeladen. Deswegen musste ich manchmal auch, ja, zum Beispiel bei bestimmten, ich sag mal so, Events oder bei Releases oder bei Splatfests zum Beispiel, immer einen Tag warten, bis ich das Video releasen konnte, obwohl schon einige Leute an demselben Tag das Video hochgeladen haben. Aber jetzt kann ich ja, wie gesagt, zum Beispiel Releases wieder am selben Tag veröffentlichen, wie ich das Video aufgenommen habe. Das ist ziemlich, ziemlich cool, wird es, glaube ich, sein. Und bei Splatoon 3 wird das wahrscheinlich auch so sein. Und also, ich glaube, Splatoon 3 wird mein. Ich glaube, Splatoon 3 wird tatsächlich mein nächstes Projekt. Und Octa Expansion wird auf jeden Fall weitergehen bei mir. Das ist auf jeden Fall safe. Das wird auf jeden Fall weitergehen. Bei Mario Kart muss ich noch gucken, was ich mir überlege. Da ich tatsächlich. Ich habe es noch nicht gesagt. Ich habe es gerade noch nicht gesagt, aber ich hatte es tatsächlich so vor, dass ich das alleine vor Ort führe. Ich hoffe, ihr werdet dieses Video wahrscheinlich sehen. Aber ja, Gabriel, ich wollte dich fragen, ob ich das vielleicht alleine vorführen kann. Wenn es dir kein Problem macht, denn ich sag mal so, wir kommen nicht dazu. Ich meine, wir kommen nicht dazu. Wir hatten schon mal einmal verabredet, aber wir kamen nie dazu, das irgendwie aufzunehmen wieder. Und ich möchte tatsächlich dieses Projekt endlich beenden. Denn es ist schon, ich sag mal so, Mario Kart Wii ist schon sehr, sehr lang auf meinem Kanal. Und ich möchte dieses Projekt endlich beenden. Denn ich möchte nicht um die Länge ziehen, so das Projekt. Ich möchte, dass dieses Projekt so perfekt auf meinem Kanal ist. Einfach weil es mein Lieblingsspiel ist, so allgemein. Deswegen möchte ich einfach, dass das Spiel so einen Ehrenplatz auf meinem Kanal hat. Und ich möchte halt nicht, dass es so, ja, eine Hälfte so der 150er Cup, also komplett die 150er. Die komplette Hälfte und dann ein Video so im Spiel gehabt und dann ist die andere Hälfte, die komplett neuer ist. So. Also andere eine ist komplett alt und eine ist komplett neu so. Das finde ich ist nicht so geil. Bei Orc Expansion merkt man das tatsächlich nicht so ganz, weil ich alle Videos im bestimmten Abstand hochgeladen habe. Aber bei Mario Kart Wii wird man das sehr, sehr wahrscheinlich sehr, sehr sehen. Deswegen wollte ich eigentlich immer das Projekt sehr, sehr schnell beenden. Und ich habe tatsächlich nicht so vor, das Projekt so lange zu halten, aber. Das ist leider so passiert. Das ist leider so passiert und ja, das ist ein bisschen schade. Also ich möchte wirklich, dass das Projekt endlich beenden wird. Und das sage ich jetzt nicht so, weil ja, das Spiel ist kacke oder sowas. Oder ich möchte es ganz, ganz schnell beenden, weil ich neues Let's Play starten möchte. Nein, ich möchte einfach, dass ich das, weil das Projekt so lang gezogen wurde. Also das Projekt wurde so richtig lang gezogen und deswegen möchte ich einfach das Projekt beenden. Und das wird auf jeden Fall das wahrscheinlich nächste Projekt sein, was beendet wird. Und ja, dann gucke ich mal, ob ich irgendein anderes mache. Denn ich sag mal so, mittlerweile kam auf meinem Kanal tatsächlich nur Splatoon. Nur, also only Splatoon. Also das einzige Projekt, was kein Splatoon war, ist der Mario Kart und das kam ja wenig. Aber es kam wirklich only Splatoon. Also nicht das Game, also nicht ein Modus, so Online-Modus oder Story-Mode oder Octa-Expansion oder Splatfeste oder was auch immer. Nein, es kam allgemein das Spiel Splatoon immer. Egal, wie gesagt. Also es kam. Immer Orc Expansion als Display, Splatfeste, weil ich wollte immer alle Splatfeste, die ich spiele, auf meinem Kanal ab dem Zeitpunkt haben, wo ich es begonnen habe, auf meinem Kanal, weil die einfach einzigartig sind und nicht lange vorhanden sind. Also nur für bestimmte Tage. Und online, also halt Standardkampf manchmal hatte ich gehabt. Und ja, mittlerweile nur Ranked. Und Ranked habe ich ja auch erst wieder beendet.
Es kamen ja auch nur zwei Parts, der erste X-Rang und der letzte X-Rang. Ich hätte tatsächlich auch einfach jeden X-Rang zeigen können, aber ich dachte mir so, nee, lohnt sich wie gesagt noch nicht. Ja, das ist halt so, ne? Gut, ich tatsächlich habe wahrscheinlich alles gesagt. Die Aufnahme ist bei mir 15 Minuten lang. Ich werde wahrscheinlich, wie gesagt, noch Smash-Gameplay auf jeden Fall einfügen. Ich weiß nicht, ob ich den Thumbnail machen soll, weil ich finde das. Ich weiß nicht, welches Thumbnail ich da reinpacken würde, so, weil es ist ja kein richtiges 3-Jahres-Jubiläum. Ich sage ja einfach nur, was auf YouTube abging und wie es in Zukunft weitergehen wird. Deswegen, ja, finde ich, dass so ein Thumbnail irgendwie nicht so reinpasst. Deswegen tatsächlich überlege ich, ob ich einfach einen Blackscreen mache. Ihr werdet es wahrscheinlich einfach sehen, wenn ich das Video hochlade, also von daher juckt es eh nicht. Ja, ich würde sagen, das war's mit dem 3-Jahres-Special. Ich meine, das ist ein eher ungewöhnliches Jahres-Special. Und übrigens, ja, ich weiß, ich will jetzt noch was sagen. Ich konnte hier kein Jahres-Special machen, weil ich, ja, also die Gründe, warum ich kein Jahres-Special machen konnte, so ein richtiges, weil, ja, erstens, ich hatte viel zu wenig Videos auf meinem Kanal, habe ich auch schon erklärt. Viel zu wenig Videos. Und zweitens, ich habe viel zu wenig Videos in der Zeit gebracht. Oder, ja, okay, das war ja der erste Grund. Der zweite Grund ist, ich habe mich in der Zeit gar nicht verändert. Also, man hat es wirklich nicht, man hat es wirklich gesehen. Ich habe mich von der Qualität her, außer meiner Stimme, kaum verändert in diesem YouTube-Jahr. So. Wisst ihr so? Weil ich habe ja Januar 2020 habe ich ein neues Handy bekommen und da hat sich tatsächlich ab dem Zeitpunkt von meinem Qualitätsstandard nichts geändert. So, klar, die Thumbnails haben sich ein bisschen geändert, aber sonst hat sich tatsächlich nichts geändert. Und ja, deswegen finde ich, dass so ein drittes Jubiläum, wie man das nennen möchte, tatsächlich nicht würdig ist, einfach weil ich, ja, es ist einfach nur, ja, ich bin, mein Kanal ist 3 Jahre alt und das war's so. Mehr gibt es da nicht, es gibt nichts zu feiern, es gibt nichts Qualitäts, die Qualität ist nicht gestiegen, es kamen wenig Videos. Ja, ihr merkt, ich bin ein bisschen, wie soll man sagen, sad, keine Ahnung. Aber ich bin auf jeden Fall nicht so motiviert gerade, einfach weil, wegen dem Grund, so, keine Ahnung. Gut. Ja, wie gesagt, es wird vielleicht ein Comeback geben. Mal schauen. Ich hoffe, es wird ein Comeback geben. Weil ich glaube, ihr hofft es auf jeden Fall auch, dass ich wieder Videos mache. Genau. Und ja. Genau. Das war's mit dem Video. Mit dem 3-Jahres-Special. 3-Jahres-Jubiläum. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn es nicht wie die letzten 2 Jahre, zwei waren, werde ich es trotzdem in die ja, Playlist reinpacken, einfach weil es dazugehört und einfach weil es in diesem Datum ist. Und ja, ich hatte heute einen sehr stressigen Tag. Ich hoffe hier nicht. Ich bin das hier gerade ja spät auch. Ich wollte eigentlich früh releasen, aber ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen spät geworden. I'm sorry, aber na gut. Es ist besser spät als nie, sagen wir mal so, ne? Gut, dann würde ich sagen, bis dann. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis dann und ciao.